Heute ist Mittwoch. Mittwoch ist Fleischtag und zwar nicht irgendein Fleisch, sondern Beef. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Beef auf eurem Creepstar Game Kanal mit mir Leuchtfix. Heute dabei ist der liebe Killparty, aka Manu. Hallo Manu. Hallo, servus. Und ich sehe schon, du hast wieder irgendwelche unflätige Sachen in den Chat geschrieben. Da möchte ich jetzt bitte die Zuschauer bitten, sich nicht daran zu stören. So, und ich würde sagen, wir fangen auch mal sofort an. Wir spielen heute Supreme Commander Forged Aliens mit dem Experimental Wars Mode, auch aus der Mod-Vorstellung bekannt. Und ich warte jetzt nur darauf, dass du anfängst. Heute noch? Ja, du musst es bereit machen. Ich komme. Hab ich doch. Ja. Okay, ich spiele als UEF, mein Gegensacher als Cybran. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten schon einige private Beefs quasi, aber... Ich habe was vergessen. Die gingen immer relativ gemischt aus. Was ist denn los? Rate mal. Ich habe keine Ahnung. Keine Sturm an, oder was? Genau. Ja, wir können ja auch so sagen, dass wir einfach 20 Minuten warten. Das geht ja auch. Ja, okay. Quatsch, was mache ich denn hier? Ich bin ein klein wenig nervös, muss ich gerade sagen. Jetzt kann ich mir auf YouTube den Arsch aufreißen lassen, aber... Es wird bestimmt ein spannender Kampf zwischen uns. Wir haben noch einen Mod an, und zwar einen doppelten Ressourcenmod, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, klar. Wir hatten überlegt, ob wir nicht anfangs auch den Mod reinmachen, dass wir unendlich viel Masse und Energie haben, aber dann dachten wir, das ist auch nicht so spannend. Irgendwie, es laggt gerade ganz schön bei mir. Ich habe 14 FPS oder so. Echt? Bei mir läuft es gerade flüssig. Besser als mit anderen Leuten. Ja, einerseits natürlich wegen Fraps. Ah ja, okay, aber es hat sich beruhigt. Es ist 30 FPS, geht wieder. Vollkommen. Gut. Ja, ich muss überlegen, ich bin mir noch nicht sicher, welche Taktik ich gleich machen werde, fahren werde, wie auch immer. Ich weiß nicht, du schon irgendeine Idee? Ey, erstmal Rohstoffe hochbauen ein bisschen. Ja, ne, klar, das sowieso, aber ich weiß nicht. Sonst irgendwas? Also schon klar vor Augen, was du tun möchtest? Eigentlich auch nicht. Nope. Ich frag, was ich hier tue. Ich baue gerade natürlich also meine Wirtschaft hoch. Ich baue Masseextraktoren und Energiegeneratoren, einige nahe der Fabrik, damit die so einen Nährbonus geben und diese Energiespeicher, damit ich die maximale Anzahl meiner, der maximalen Energie, die ich haben kann, erhöhen kann, die dann auch auf Vorrat lagern kann, quasi. Ich denke, du wirst gerade dasselbe tun, ne? Mhm. Also dasselbe, das gleiche, wie auch immer. Können wir mal etwas vorspulen, solange wir noch im Wirtschaftsteil sind. Plus 3 oder so. Das sollte ja reichen. Ich schaue gerade, ich hatte doch genau den hier aufgerüstet. Da. Und du gehst mal hier hin. Plopp. Ah, sehr schön. Naja, das HC-Kraftwerk ist auch fertig. Okay, ich denke, wir können wieder ein bisschen langsamer machen. Doppelte Geschwindigkeit reicht. Ja, denke ich auch. Und jetzt. Dann machen wir mal hier. Was möchten wir mit dir? In der SCU werde ich noch die Techniker-Drohne geben, damit ist sie dann in der Lage, schneller zu bauen. Das ist immer ganz praktisch. Ansonsten bin ich gerade echt am überlegen, was ich denn jetzt baue. Das Schildgenerator wird vermutlich nicht schlecht sein. Auch wenn noch etwas früh, ich habe noch 16 Minuten Zeit im Grunde, aber besser zu früh als zu spät. Es ist jetzt einige Zeit lang auf meinem Kanal leider nichts mehr gekommen. Das wird sich bald ändern, weil sowohl dann das Let's Play von Freelancer durch ist, das heißt, es kommt auch bald die Mod-Vorstellung, als dass ich mir dann auch irgendein neues Let's Play-Projekt suchen werde. Ihr könnt euch also schon mal auf irgendwas freuen. Was weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Ja, und ansonsten, ich bin noch nicht sicher, vielleicht... Free Commander. Ja,
Supreme Commander beispielsweise ist natürlich auf die Dauer jetzt, glaube ich, nicht so spannend als Let's Play, aber wäre durchaus eine Überlegung wert. Ansonsten dachte ich mir, auch mal so, du hast gesagt, du kennst ja auch noch ein paar andere, die hier noch mit uns zusammen eigentlich mitspielen wollten, jetzt in dieser Beef-Runde. Aber anscheinend nicht online sind. Ja, die nicht online sind, das war dann leider das Problem, aber ich weiß nicht, vielleicht können wir das ja nochmal nachholen, wenn sie dann irgendwann wiederkommen. Quasi als Zugabe, wenn ihr so wollt. Ich muss gerade überlegen, irgendwas wollte ich noch. Ja, dann machen wir hier nochmal da so ein paar von hin. Ich denke, dann werde ich das heute so machen. Diese Taktik, ich darf es jetzt natürlich leider nicht laut aussprechen, da ich mich gerade... Normandie. Nee, Normandie-Taktik heute mal ausnahmsweise nicht. das ist auch ohne den Mod, dass man unendlich viel Dings zur Verfügung hat, auch recht schwierig. Weil du musst dann natürlich unfassbar auf Masse bauen, ne? So, da auch noch hin. Ich probiere auch schon mal so weite Teile der Insel hier schon für mich zu beanspruchen. Du darfst aber auch nicht zu weit gehen, weil keine Sturmzeit hast du auch keinen unbegrenzten Radius, vergiss es nicht. Achso, ja, aber gut, ich meine, Wirtschaft und so ist ja im Grunde egal, das kannst du ja auch machen. So, mal schauen, dass wir das schnell fertig kriegen hier. So. Ansonsten hier noch ein paar kleine Energiegeneratoren hin, die dann auch nochmal den Schildgenerator ein bisschen näher Bonus geben. Perfekt. Willst du nicht noch ein bisschen den Mod erklären oder erzählen, für die alle, die es noch nicht gesehen haben? Ach so, ja, für alle, die den Mod noch nicht gesehen haben, Experimental Wars, ihr seht schon, ich wird vermutlich schon so die eine oder andere Änderung aufgefallen sein, beispielsweise hier der Landtechniker nur in der Lage, spezifische Sachen zu bauen. Für alle anderen spezifischen Sachen, also beispielsweise Luft oder Marine, bräuchte man dann die Techniker aus dem entsprechenden Gebäude. Also zum Beispiel kann ich Marinetechniker bauen, Häfen. Halt in Luftbauplätzen, also in, ich weiß gar nicht, wie heißen die? Luftfabriken oder so heißen die, ne? Genau. Genau, da könnte ich dann Lufttechniker bauen, die dann halt die ganzen luftspezifischen Sachen bauen könnten. Werde ich euch später nochmal zeigen. Ansonsten den üblichen, den standardmäßigen Kladderadatsch, also ne, ihr seht schon, irgendwelche neuen experimentellen Einheiten, jetzt auch neuerdings auf Stufe 1 und 2, will ich auch, glaube ich, gleich mal irgendwelche von den Auftrag geben. Ansonsten hatte ich ein Radar schon gebaut. Ja, hatte ich sogar. Ist ja sehr schön. Ich muss auch immer so ein Auge noch auf meine Energieversorgung werfen. Die ist zurzeit noch nicht so stark, wie ich das gern hätte. Das vergesse ich auch am Anfang immer wieder, die Energie. Das vergesse ich dauernd. Ja, das ist... Ich schau mal. Ja, okay, die werden zurzeit noch nichts reißen. Ich baue schon mal... Einfach weil es schöner aussieht, eine Mauer davor. Ansonsten. Okay. Das ist ja, das ist natürlich eine Menge. Ich weiß nicht, ich probiere es einfach mal. Dann wird uns jetzt. Ja. Wird jetzt tausende Sachen, wenn wir uns ja jetzt um den Ort fliegen, diesen Minuseinkommen. Ich denke davon auch, ihr seht es auf dem Wasser neuerdings, ist man nun auch in der Lage, Wasserabbau-Teile zu bauen, also Wasserextraktoren und auch hydroelektrische, was auch immer, wie heißen die, hydroelektrische Generatoren oder sowas in der Richtung. Also auch eine tolle Sache und die kann man unbegrenzt bauen, wenn man möchte. Leider bringt die nicht viel, das ist das Problem. Ja, aber komm, also ich meine, das ist schon einiges, 300. Du kannst ja aber auch nur auf dem tiefen Wasser bauen, nicht überall, sondern nur auf dem tiefen Wasser. Ja, klar. Das ist ja schon eine Menge. Ich glaube, ich kann gucken, ob ich hier gerade etwas, dass ich den da noch zurückbaue. Wie viel bist du gerade im Minus in Masse? Masse habe ich gerade 25 im Minus und Energie 590 im Minus. Energie ist viel, bisschen viel, oder? Ja, aber das, ich habe relativ viel noch auf Lager. 40.000. Also, bei Masse bin ich gerade schnell auszugleichen. Bei Masse bin ich auf 119 auf Minus. Alter. Bei Energie ist aber alles plus. Also. Na, dann ist ja gut. Soll ich ein Angebot machen bei Bündnis? Nee, lass mal. Ich hau da noch aufs Maul gleich. Könnte das Spiel dann beendet werden? Zufällig? Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Oh. Ich
habe gerade eine SMS bekommen. Ich entschuldige mich. Ich dachte, ich hätte es wieder mal ausgemacht. Also das ist ja nicht mal echt nice Ding. Du weißt schon, was mein Null. Ja. ja, entschuldigt. Ich werde mein Handy sofort auf Stumm stellen, damit das nicht nochmal passiert. Es ist mir auch schon in dem Riegelpiez mit Anfassen passiert. Das war auch da schon unfassbar peinlich. Ah, wir haben noch ganze 9 Minuten im Grunde, die wir noch totschlagen müssen, bis wir uns endlich aufs Maul hauen dürfen. Ich bin jetzt auch mit über 100 im Minus bei Masse. Das gibt's ja nicht. Heide Witzka. Boah, was zieht denn hier so viel Masse? Ja, okay, das sind die ganzen Ausbauten, die ich gerade vornehme. Ich werde aber schauen, dass ich das irgendwie wieder kompensieren kann, gleich hoffentlich. Ansonsten muss ich davon hier tatsächlich errichten, damit ich auch etwas Wasser auf Vorrat machen kann. Ah, mein erster Tech 3 Tech Linker ist gerade fertig. Plop. Okay. Naja, ich schau mal. Das wird vermutlich auch nicht so effektiv sein auf die Dauer, aber ein, zwei werde ich davon noch bauen. Das Gute daran ist, dass man keine festen Anschlagspunkte braucht. Würde ich sogar noch einen von errichten müssen. Naja, schauen wir erstmal weiter. Ja, okay, aber die produzieren wirklich zu wenig. Welche? Diese Wasserextraktoren und auch bei doppelten Ressourcenmod oder auch? Bitte? Auch bei doppelten Ressourcenmod oder was? Naja. Also selbst da produzieren sie nur 2 Masse das Stück. Ist einfach zu wenig. Sie hätten so machen können, dass wir auch upgraden könnte. Das wäre ganz schön gut. Das wäre nochmal zusätzlich gut gewesen, keine Frage. Boah, Gott. Heilige Mutter. Also den Komplex, den ich hier auf dem Wasser gebaut habe, der ist schon relativ groß gerade, aber einfach noch nicht effektiv. Ich weiß, die Schilde kann ich ja erstmal ausschalten, hätten ja eh gesagt 20 Minuten, ne? Ja, ja gut, dann warte ich damit noch. Was ich ansonsten ist hier gerade tatsächlich die Kamera wirklich unter. Oh, Alter. Will aber auch nichts gerade hier, ne? Ich weiß nicht, wie sieht es wirtschaftlich jetzt gerade bei dir aus? Es geht. Das ist ja gut. Endlich mal wieder Plus in Masse. Nee, Masse bin ich immer noch im Minus. Du schickst gerade schon irgendwelche Einheiten. Achso, du baust Masse-Extraktoren, ne? Mhm. Ja, okay, dann ist das okay. Ich dachte jetzt, du wolltest mich schon angreifen. Nee, ich warte schon die 20 Minuten. Dann ist gut. Ah, okay, ich bin auch wieder im Plus. Werde ich jetzt vermutlich auch mal anfangen mit der Produktion von Einheiten. Okay. Boah, ich verbrauche gerade 1 Energie. Also ich bin mit 1 Energie im Minus. Das muss ich ändern. Werde ich die hier nochmal unterstützen und ansonsten schauen, dass ich schnell das um diese so ich bekomme. Ich weiß nicht, hatten wir jetzt Atomraketen? Doch, sind aus, ne? Ja. Oder Spielbeender sind, hast du angelassen, ne? Das ja. Ja, gut. Oh, ich sehe gerade, es gibt sogar eine verbesserte Version von denen auf Tech 2. System aktiv. Die sind auch deutlich effizienter. Was meinst du? Von diesen Wasserdingern gibt es auch Level 2er. Echt? Leute. Ja. Also ein hydroelektrischer Powergenerator, der 1400 Energie liefert. Ach so, ein Nawal-Massring auf Level 2, der 12 Wasser liefert. Ich denke, davon werde ich jetzt auch mal ein, zwei bauen.
Ja, ich sehe schon, die ersten Einheiten werden gerade fertig und ich merke gerade, ich habe fürchterlich einen Fehler gemacht. Den werde ich sofort ausbügeln, wenn ich hiermit fertig bin. Und zwar gibt es ja diese Research Center auch, die mit dem Mod reingekommen sind, die alle Einheiten sofort auf ein bestimmtes Level bringen. Das hat dann wiederum den Vorteil, ich muss mal gerade ganz kurz was gucken, lass mich nicht irritieren. Die wiederum hat dann den Vorteil, dass diese deutlich besser sind im Vergleich zu. Ich kann mich mal wieder anmachen, dass diese deutlich besser sind im Vergleich zu ihren verbesserten Gegenstücken, sage ich mal. Und zwar in so ziemlich allen Punkten, also Angriff, Verteidigung, Geschwindigkeit, je nach Einheit wird dann auch spezifische und andere Sachen verbessert. Alles recht praktisch, neue Waffensysteme kommen dazu. Ich weiß nicht, ich sehe gerade durch mein Omni-Sensorenradar, dass du irgendwelche Einheiten oben am Strand platziert hast, überall. Nur defensiv, es nutzt Abwehr, also, falls du kommst. Achso, ja gut, dann ist ja alles okay. Vornehme und ansonsten. Ah ja, gut. Ich muss dem hier mal kurz helfen. Das ist jetzt dieses Research Labor. Gibt es auch fürs. Gibt es noch für. Also insgesamt für Luft, Wasser und Land. Wie ihr seht, hier ist man bereits gerade in der Lage, erforsche ich für teuer Geld die ganzen Verbesserungen für meine Einheiten. Ich muss mal schauen, dass ich keine Informationen darüber gebe, was ich gerade tue. Wo du es vermutlich eh schon weißt, oder? Ach, und was mache ich? Dachte ich mir. Okay, damit sind sie durch. Ich kann die Produktion weiter laufen lassen. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, werden die hier sofort auf Stufe 3 fertiggestellt werden, die deutlich verbessert sind dann. Vielleicht zu ihren Level 1er Gegenstücken. Das ist so ein netter das Beilegsel zum Ort, sage ich jetzt mal. Sonst muss ich schauen, ich bin defensiv gerade noch äußerst schlecht aufgestellt. Danke für den Tipp. Ich werde schauen, dass ich das jetzt hier noch probiere, wie auch immer rumzureißen, bevor du auf blöde Ideen kommst. Ich mache noch eine Hilfs-AC. Das ist mal ganz nett. Ja, so nach Defensive sieht mir das aber nicht aus, Kollege. Nur die Hälfte war Luftabwehr. Keine Angst, es ist nicht so viel. Luft oder Land? Land, ne? Sagen wir so beides. Also das ist zwar ein bisschen unfair von mir, ihn anzulügen, aber ich will mich einfach nur rächen, sagen wir es so. Rächen? Wofür denn? Ah, du hast den Super-Chip gebaut. Nee, das ist nicht einfach, keine Chance finden. Aber das soll nur noch recht einfache Einheiten. Ich glaube, das sollte ich persönlich gerade noch packen. Lol, ich hab den Schiff hinter mir kommen. Ja? Ich hab den Schiff tatsächlich hinter mir kommen. Ich lasse meine Zerstörer. Matsche. Naja, und gerade ist auch ein schwerer Angriffsbot fertig geworden. In dem Fall macht er jetzt keinen Angriff, sondern Verteidigung, aber nur das Bot. Ja, du schickst deine SEU mit? Ah, ne, ich bin wieder erst so erstaunt, wie schlau mal die Einheiten wieder sind. Die schießen gegen den Boden, anstatt die auf die Einheit. Ja, das ist immer toll. Keine Frage. Meine SEU werde ich jetzt mal hier Basis zurückbringen, dann werde ich die zusätzliche Hilfe dringend brauchen, wenn du hier auch gerade ungemütlich mal zusetzt. Ich weiß nicht, ja, du hast auch dummerweise eine meiner Ressourcenpunkte hier vorne zerstört. War das Tech 3 oder 2? Tech 3 war das da vorne, glaube ich, oder Tech 2. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt auch gar nicht sicher.
Ja, Mann. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, Verteidigung, schaue ich mal, dass ich hier noch einiges hin tue. Weil ich das ungute Gefühl die ganze Zeit schon verfolgt, dass du wiederkommen wirst. Ansonsten musst du jetzt erstmal schauen, dass du dich hier in irgendeiner Form gegen meine Angriffe verteidigst. Ich habe probiert, du wirst es wahrscheinlich schon merken, ziemlich stark auf Flotte zu setzen. Ich weiß nicht, wie effektiv ich gerade damit gegen dich vorgehe, aber es sieht mir gar nicht mal so schlecht aus, ne? Das ist ein bisschen viel, was du gerade draufbombst. Ja, das war auch ein ziemlich großer Anteil meiner Flotte. Ich bin gerade Busch. Bis sie so schnell alle fertig sind. Ich war schon relativ überrascht. Hat aber natürlich den Nachteil, dass ich dich mit Flotte angreife, dass meine Angriffsreichweite relativ begrenzt ist. Also ich bin jetzt nicht in der Lage... Das nenne ich nicht begrenzt. Also ich bin jetzt nicht in der Lage, dich über die ganze Insel komplett zu verfolgen. Ich bin ziemlich weit eingegrenzt. Meine Möglichkeiten. Oh, ich sehe gerade, ich könnte noch einen Energiegenerator vertragen. Das werde ich auch tun. Ja, machen wir dahin. Sieht gut aus. Noch ein paar Energiespeicher drumherum. Und dann hat sich die Sache... Wie viele Fregatten hast du denn gebaut, Alter? Es sind insgesamt, ich kann mal nachzählen, 56 Fregatten und... Willst du mich verarschen? 35 Artillerie-Fregatten. Das ist kacke. Die meisten davon dürften auch auf Level 5 sein, bis auf ein kleiner Anteil. Ich sehe schon, du evakuierst gerade schon deine Basis. Ja, was soll ich machen? 50 Fregatten, Alter. Ja, klar. Da hatte ich jetzt... ziemliches Glück, dass ich damit so gut durchgekommen bin. Ich schau grad mal. Ja, machen wir das mal. Ich würde jetzt auch mal gerne diese Einheit hier ausprobieren. Was könnte ich nochmal gegen dich tun? Ich weiß nicht, das erscheint mir immer praktisch, noch mal. Besonders wenn man gegen einzelne Einheiten jetzt in meinem Fall gegen deine ACU vorgehen muss. Dann machen wir hier mal. Ah ja! Ich sehe schon, du hast da. Ist das ein Techniker? Ne, ist ein gepanzerter Angriffsbot. Was denn? Was für dich ist. Ich muss jetzt mal die Produktion meiner Schiffe hier einstellen. So, ich muss sagen, ich bin relativ positiv überrascht, wie gut das doch alles funktioniert hat. Naja, kommst immer mit der Ferne, das finde ich immer mies, aber trotzdem eine Taktik. Was? Womit komme ich immer? Immer von der Ferne, also du gehörst nie von nah an. Also Nahkampf. Ja, klar, Nahkampf ist immer schmutzig. Also ich meine, letztens. Aber auch immer am spannendsten, finde ich. Also, ja, klar, es sieht am bombastischsten aus, da kann man natürlich nichts gegen sagen. Das möchte ich gar nicht streiten. Ja, gut, aber ich sag mal, du hast auch einfach viel größere Verluste, wenn du quasi probierst, direkt den Gegner anzugreifen. Ich sehe gerade, du hast einen einzelnen Bot, der bei mir gerade durchkommt. Das finde ich nicht okay. Lass den da mal ruhig weg. Der Brick heißt der. Der ist sogar Level 5, wie ich gerade sehe. Da werden wir einige Probleme mit haben, aber zum Glück haben wir auch noch einen Defensiv-Bots hier vorne. Schwere Angriffsbots. Ich hoffe mal, dass die mit dem fertig werden. Deshalb haben wir auch noch ein, zwei Geschütze vorne schon. Oh, der heizt den aber gut ein. Also ihr seht schon, Verbesserung auf Level 5 bringen können. Ja, okay. Da wurdest du jetzt von zwei Seiten eingekreist. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass das alles so reibungslos halbwegs über die Bühne gegangen ist. Ansonsten arbeite ich gerade noch an der Möglichkeit, deine SEU ins Landinnere zu verfolgen, weil ich jetzt natürlich logischerweise mit meinen Schiffen das nicht machen kann. Habe ich noch so eine große Schiffsordnung im Auftrag. Ach, dass ich gar nicht weiß, was ich machen soll. Na gut, ich denke, ich werde die einfach auch hier mit hinschicken. Als Helfer. Die Hilfs-SEU weiter hochrüsten. Ansonsten werde ich diese Kampf-SEU gleich nochmal hinterher schicken. Die wollte ich schon immer mal in Aktion sehen. Und die Flotte beherbergt mittlerweile sogar, ja, 103. 121 Schiffe, wenn ich mich irre. Quatsch, 111 Schiffe. Wie ihr schon seht, ich bin äußerst schlecht im Mathe. Und wenn ich an diese Einheiten anwähle, dann leckt auch mein PC rum. Naja. Ja.
Habe ich gleich meine Möglichkeiten ausgeschöpft, um dich im Landinneren zu verfolgen. Wieder mal für dich unangreifbar. Hoffe ich. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, was du jetzt vorhast. Also du könntest jetzt probieren, auf Artillerie zu setzen oder irgendwas in der Richtung. Dann ist er fertig, mein Satellit. Du hast Verteidigungsteil gebaut oder was? Verteidigungssatellit, ja. Oh Mann. Können wir eine Revanche machen? Das hat jetzt eine halbe Stunde ungefähr gedauert. Halbe Stunde? Ja, wie man oben sehen kann. Achso. Ja, ich denke, wir werden bestimmt nochmal eine Revanche machen können. Aber erstmal werde ich gleich den Teil hier rendern und hochladen. Und wie gesagt, ja, also spätestens die Revanche, wenn wir dann die mit den anderen noch machen. Ne? Aber noch ist es ja nicht vorbei. Also. Hallo, ich habe alles verloren. Baust du dich gerade neu auf, oder? Ich versuch's zumindest. Was ist der? Ich hab noch losgeschickt. Gut. Ich probiere mich gerade noch daran, hier jetzt noch einen würdigen Abgang zu geben. Uff, nee, oder? Warum ist denn der eigentlich so beschädigt? Immer wenn der hier rauskommt. Ich glaube, das ist auch noch einer der Bugs, die hier existieren. Die Kampf-ACU, die ist immer beschädigt, wenn sie das Portal da verlässt. Und ich sehe schon, meine Flotte, meine Marine, die hat gerade eine schöne Formation angenommen. Boah, also ich überlege, wie viele das sind. Ansonsten, mein Satellit groß in Fahrt, habe ich hier jetzt gerade noch schnell die Hilfs-ACU zu eiern. Und ich gleich einen persönlichen Transporter bauen für sie. Okay. Das läuft soweit echt gut hier mit der. Ich bin ein wenig positiv überrascht, wie schnell das doch geht. Hast du eigentlich noch irgendwelche Lufteinheiten? Das so ganz unverbindlich Nein. gefragt. Lufteinheiten jetzt nicht. Okay, gut. Ich hätte vermutlich eher auf Landeinheit gesetzt. Aber... Fahrtenwerfer. Man hier da alles dran schrauben kann an da Dingen. Das ist ja echt heftig. Wolltest du nicht mit dem Commander kommen und nicht mit deinen Satelliten? Achso, ja, ich habe aber erstmal probiert, dich ausfindig zu machen. Da ich das jetzt auch getan habe, werde ich den auf ein anderes Ziel schicken. Ich wollte nämlich schon immer mal diesen Commander hier im Kampf erleben. Das ist mir bislang leider noch nie gelungen. Wird vermutlich eine ziemlich große Feuerkraft haben, gehe ich von aus. So. Jetzt heißt es noch schnell irgendeine Luftwaffenfabrik hier hingeklatscht und dann einen leichten Lufttransporter gebaut. Na, machst du hin, ey. So in der Lage, den mitzunehmen, oder? Hm. Ich möchte auch hoffen, hier der Kurier, der C6. Ich hoffe mal. Ja doch, er scheint ihn tatsächlich mitnehmen zu können. Habe ich Glück gehabt. Okay, dann auf. Schau ich mal, werde ich dich hier absetzen. Obwohl, ist weiter weg, glaube ich. Ich mache das mal hier direkt. Sagen, so fürs erste gar nicht schlecht gelaufen. Hat's mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, ich hätte mir spannender vorgestellt, sagen wir mal so. Ach, wer weiß, wir können ja, ich weiß nicht, ansonsten können wir uns gleich überlegen, tatsächlich noch eine Folge aufzunehmen. Ja, das schalte ich Marineeinheiten aus. Ach, wieso? Es soll ein spannender Kampf werden, also richtig abartiger und nicht von der Ferne einfach zusammenballern. Stark ist die Feuerkraft der Hilfs-ACU hier dann auch nicht. Ich denke, da haben wir schon mit dem ganzen
neben Gadgets schon einiges erreicht, trotz allem. Okay, das ist kaputt. Jetzt komme ich zu meiner SEO. Das war eine Mini-Atomschuss, Alter. Jaja, das ist so eine Mini, die man da dran schrauben kann. Okay, da geht das um den letzten, Kampf. Guck mal, da ist viel größer als meine. Ah, weg da! Ich klapp mal all das Interface weg. Ich könnte wenigstens die SU mitnehmen, oder? Nein. Lol, kein einziger Schaden, oder was? Lol, das hätte ich nicht gedacht. Hm? Naja, Leute, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir an dieser Runde. Ey, mein Commander steht immer noch. Ja, ich weiß, dass es ja, wie gesagt, dieser eine Bug, den es hier gibt, dass die SEO nicht zerstört werden kann, der Cybrons. Ey, der eine ist online, der eine Typ schon mal. Ja gut, dann können wir ja gleich überlegen, vielleicht das noch aufzunehmen. Leute, ja. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sag bis zum nächsten Beef. Ciao. Ciao.